Ik weet niet of je het linkslastig, genau, voor jou linkslastig. Oké. Okay. Is ja oké. Okay. Fühlt euch gut? Ja. Ja, die Geek-Mania bis jetzt? Ja. Gut. Sollen wir das wieder machen nächstes Jahr? Ja. Sicher? Ja. Schön, nix? Ja. Das ist der Einsatz, das möchte ich hören. Gut. Vorher ganz, ganz viele Slides. Dieses Mal drei Slides. Wichtigste Neuerung, drei PowerPoint-Slides, inklusive diesem Titel. Plus die Sponsoren am Schluss. Viel Demos dafür. Und es gibt einen großen Leitspruch bei mir, der sagt, macht niemals Demos mit Windows und Kindern. Ich durchbreche diesen Leitsatz heute. Und ich hoffe, alles funktioniert so, wie es sollte. Gut. Wir werden uns anschauen. Sicherheit am Beispiel der SBB. Ich habe es nicht mehr getestet aktuell, aber ich nehme mal an, das ist immer noch so wie vor einem halben Jahr. Kleinigkeit. Ja. Google Hacking. Nee, wir hacken nicht Google, sondern Google hilft uns zu hacken. Und Angriff auf ein Windows-Netzwerk wird der größte Punkt sein. Und mal schauen, was da möglich ist an der virtuellen Infrastruktur. Ich habe eine Firmenumgebung nachgebaut auf Virtual PC. Und da schauen wir mal, so ein kleiner Webserver, Port 80 offen, Port 443 offen auf der Firewall, so alles ausrichten kann, was wir da erreichen können. Gut. Und dann, wenn es noch reicht irgendwie, schauen wir uns den Trojaner-Bastelkasten noch an. Am Beispiel von dem wunderschön klingenden Programm Beast. Wer kennt Beast? Gibt ein paar wenige, sehr schön. Beast ist ein ganz nettes Tool. Vielleicht jetzt schon mal kurz das Demo-Netzwerk. Demo-Netzwerk, ich habe eine Angreifermaschine, Windows XP. Ich habe eine Firewall. Ich habe einen Webserver, einen SQL-Server und Domänenkontrolle im Netzwerk. Firewall hat geöffnet Port 80 und 443. Universal Firewall Bypass Protocol, das Secure. Und schauen wir, was da möglich ist anschließend. Gut, und somit bin ich zum Leid schon mal. So. Guter alter Freund und Helfer, Common Prompt. Kann man es gut lesen? Ja. Passt, okay. Verändert sich noch nichts. Es gibt ein schönes Tool, das nennt sich AnisLookup. Total schönes, gutes Hacker-Tool. Kennt ihr? Wer kennt AnisLookup? Sitter, meinst du? Gut. Dient zur Abfrage von DNS-Server nach Informationen. Jetzt können wir uns mal connecten auf den Nameserver von SBB, ns1sbb.ch. Sieh mal drauf. Wenn man nicht weiß, wie der heißt, kann man das auch herausfinden, ist kein Problem. Es gibt einen schönen Befehl, der heißt ls für list, minus d für alle Einträge von sbb.ch, der Zone sbb.ch. Schön, query refused. Sie haben es doch geändert. Oh, ich habe ungefähr 10 E-Mails geschrieben in den letzten 2 Jahren und genau auf die Geekmania machen sie das zu. Unglaublich. Was war vorher? Wir haben die ganze Liste erhalten von allen Hosts, von allen MX-Records etc. in der sb.ch-Zone, komplett, inklusive privaten IP-Adressen. Das ist nicht nur bei SBB so, ich denke, da gibt es noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten und andere Firmen, die das Ganze freigeschaltet haben. Schade. Query refused. Ein Haken. Zonentransfer zulassen für jeden. Das war der Fehler, den sie gemacht haben. Zonentransfer zulassen ist ja okay, aber bitte nur auf die anderen Nameserver, die den Namespace auch erfüllen. Gut. Sie haben anscheinend gelernt, meine E-Mails haben eventuell etwas genützt, weiß nicht. Gut. Gehen wir mal sonst ins Internet ein bisschen. Surfe ich mal ein bisschen, derzeit könnt ihr ein bisschen zuschauen. Google.ch. Gehen wir mal eine Microsoft Certificate Services.
und dann vielleicht noch CERT-SRV, das ist der Zertifikatsdienst, die Website, das Virtual Directory so macht. Und bekommen dann eine ziemlich schöne Liste, zum Beispiel da Uni Genf. Gehen wir auf Uni Genf, oh, Zertifikatswebsite. Exponiert im Internet. Ja, wir kommen nur rein mit Zertifikat. Request a Certificate. Ist okay, machen wir das mal. Was nehmen wir, wenn wir nehmen? Ach, Last Request. Hm. Next. Yes, submit using a form. Ja, geben wir ein bisschen was ein. ActiveX Control, hoffentlich kann das geladen werden. Vista ist immer ein bisschen so eine Sache hier. Ja, anscheinend nicht. Wenn ich es ausfülle. Es ist gescheitert am Windows. Und hier entsprechend auf Submit klicke, bekomme ich das Zertifikat von Uni Genf. Ich habe auch schon ein Zertifikat von der NASA bekommen. Auch die haben einen Testzertifikat-Server im Internet gehabt. Unglaublich. Probiert ab XP, dann funktioniert's. Aber ist das natürlich auch, aber die Sicherheitseinstellungen müssen gelockert werden, dass ActiveX Control unterstützt wird. Ja. Unglaublich. Eine wunderschöne Seite dafür ist auch der gute alte Johnny. Johnny.ihackstuff.org. Bisschen langsame Seite normalerweise. Johnny.ihackstuff.net. Wurde der abgestimmt? Blockiert im Karkal. Nee, möchte ich nicht. So. Ihackstuff.org, würde schon stimmen, eigentlich. Hm. Auch umgezogen, alle ziehen um heute. Sehr schön. Johnny Ihackstuff.org, der hat eine wunderschöne, ein wunderschönes Buch geschrieben, das nennt sich Google Hacking. Der hat wunderschöne Links auf dieser Website, wo man Passwörter herausfinden kann, etc. Durch einfache Google-Abfragen. Zum Beispiel die WSFTP-INI, die einfach im Webroot liegt. Draufklicken, in INI-File stellen, alle Zugangsangaben inklusive Passwort und Klartext. Unglaublich. Schaut euch an, die Seite wird bestimmt wieder mal irgendwann hochkommen. So. Naja. Wo wird man dann überregistriert? In der Hoffnung, dass es die andere Demo funktioniert. Wo wird man dann überregistriert? Da wäre ich dann selber schon, wenn es nicht ging. Gut. Man nehme eine Anreisemaschine. Markiert mit Matrix. Markiert mit Beast. Schauen wir es noch an. Man nehme eine Firewall, einen Webserver und einen Domain-Controller. Diese Firewall ist kein ISA-Server. Diese Firewall ist ganz einfach ein Routing- und Rausdienst mit NAT aktiviert, also privaten IP-Adressen intern. Und entsprechend eine Basis-Firewall aktiviert, die nur Port 80443 öffnet. Im Prinzip gleichbedeutend wie eine sonstige Firewall. Webserver. Kann man einloggen. Ganz normal der IIS am Laufen, der einzige Webserver, den es überhaupt gibt auf der Welt. Oder? Laufwerk C haben wir hier ein Verzeichnis Web. Da haben wir drei Dateien drin, checked.asp, default.asp und member.asp. Also eine ganz wunderbare Website, die sieht dann ungefähr wie folgt aus. Wow, ist das schnell. Gut. Ich sage die ganze Ressource, die sie geladen hat. Ja, das Internet hier. Benutzername, Passworteingabe. Anfrage senden. Wenn ich eingeloggt bin, wenn ich alles richtig eingegeben habe, laut dem SQL-Server, das ist die Datenbank drauf, bin ich authentifiziert als Member dieser Website. Zeigen Sie mal kurz. Gehen wir rein. Kerl, mein hochsicheres Passwort. Zählt die Zeichen bitte nicht. Herzlich willkommen, Kerl. Cool, oder? Ich kann auch was programmieren. Wenn ich was Falsches eingebe, geht auch auf die Check-ASP, nehmen wir zurück, nicht berechtigt. Als Übergabewert über die URL. Ganz einfach. Schön. Was ist der Background dieser ganzen Geschichte? Wie ist das programmiert? Wer hat schon mal ASP oder allgemein VB-Script und so weiter ein bisschen Erfahrung sammeln können? Gibt es ein paar? HTML, wer kennt HTML ein bisschen? Ja, das ist schön. Wunderbar. So.
Default ASP, das ist das wunderschöne Formular, das wir am Anfang gesehen haben. Editor. Ganz normaler Form Tag mit Action auf Check ASP, also die Übergabewerte werden auf die Check ASP übergeben. Wir haben zwei Eingabefächen, das ist der Username und das Password. Und hier oben ist ein bisschen ASP drin, auf dieser Zeile hier. Da wird einfach der Rückgabewert, wenn er vorkommt, entsprechend dann publiziert auf der Anmeldemaske. Nicht mehr richtig zum Beispiel, diese ganzen Geschichten. Also sehr ungefährlich eigentlich, fast pures HTML. Die Check-ASP ist dann das Kernstück der ganzen Geschichte. So. Check-ASP baut sich erstmal die SQL-Abfrage zusammen, respektive die SQL-Verbindung. Machen wir die Abfrage auf Select Stern from Users von der Users-Tabelle, wo die Username entspricht dem Übergabewert Request Username von der Eingabebox und das Passwort entspricht dem Passwortübergabewert. Sieht ja alles ganz komplett okay aus, oder? Auf den ersten Blick. Alles wunderbar. Wir prüfen, gibt es einen Eintrag in der Tabelle, in der Datenbank, wo der Username und das Passwort übereinstimmt? Wenn ja, das macht er hier unten. Dann ist er ein Member und der Session-Name ist in der Tabelle Username, sprich, dass er auch herzlich willkommen Kerl sagen kann. Wenn das nicht übereinstimmt, dann ist er kein Member und er kommt auf die Default-ASP zurück mit dem Übergabewert Message nicht berechtigt. That's it. Und die Member-ASP ist dann sehr, sehr einfach aufgebaut. Die prüft erstmal, ob er ein Member ist. Wenn er ein Member ist, dann publiziert er herzlich willkommen Session Name, sprich herzlich willkommen Kerl. Wenn ich kein Member bin, zeigt er überhaupt nichts an. Das heißt, wenn ich hier direkt eingebe member.asp und mal einen Refresh mache, wird nichts angezeigt. Vorher war es noch im Cache. Ich bin kein Member. Okay. Was bringt uns das alles? Wie folgt. Dass ich nicht so viel tippen muss, habe ich mir dann ein kleines Spickzettelchen gemacht. Ein bisschen müssen, dass man die Maus da nicht richtig sieht. Was ist das für ein Monitor? Ist nicht mal von denen. Gut. Login-Maske. Ich gebe hier anstatt ein Username einfach mal ein. Pipapo, Hochkomma, R1 gleich 1, Semiklon, Strich, Strich, Strich. Was passiert? Der Übergabewert war der Username. Ich habe gesagt, Select Stem from Users, where Username gleich Hochkomma, jetzt kommt das. Pipapo, schließe die SQL-Abfrage ab, sage noch R1 gleich 1, was ergibt das? 1 gleich 1? True, true. Und sage hier noch am Schluss, SQL-Abfrage ist fertig, Passwort gar nicht mehr beachten. Klicke auf Anfrage senden, bin Member. Ohne Passwort zu wissen. Und den User Pipapo gibt es definitiv nicht. Funktioniert auf ganz, ganz vielen passwortgeschützten Seiten im Internet sowas. Ganz, ganz viel. Schön. Nur, so bin ich jetzt vielleicht mal Member und kann mir die Informationen anschauen, die nur Member erhalten. Aber ich möchte noch ein bisschen mehr, oder? Ja auch. Ja. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Es gibt eine wunderschöne Geschichte, die nennt sich XPCM-Dische. SQL Server 2000 standardmäßig noch aktiviert. Mit der XPCM-Dische ist es mir möglich, Programmcodes auszuführen über SQL-Anweisungen. Weshalb das Ganze? Damit Entwickler zum Beispiel sagen können, ich möchte gerne einen Routinejob für die Komprimierung der Datenbank starten über eine SQL-Abfrage. Also absolut eine gute Sache. Ich sage wiederum Pipapo, schließe das ab, der Benutzername ist absolut egal, rufe dann execute die Master XPCM-Shell auf und gebe mal den Befehl mit als Parameter make directory ctemp. Ich nenne das mal um auf ctemp2, ich meine, das temp gibt schon. So. Jetzt bevor ich das ausführe,
versuchen wir mal den Blick noch ein bisschen auf den SQL-Server zu werfen. Den wir noch so aufmachen hier, ein bisschen nach rechts vielleicht noch. Den Blick hat natürlich der Hacker nicht normalerweise, aber wir können es uns jetzt mal erlauben. Klicke hier auf Anfrage senden. Geht eine Weile. Oh, Tempo 2. Wir sehen. Da ist es. Wir haben gerade erfolgreich ein Verzeichnis erstellt über eine ganz normale Benutzereingabemaske. Schön. Wir haben eine Firewall hier. Port 80 und 443 ist offen, sonst nichts. Wir haben ganz normal den Port 80 benutzt, nur Anweisungen übergeben. Gemacht hat das selber. SQL Injection. So. Es gibt ja. Mal auf einen anderen Weg. Ein wunderbares Tool, das uns Microsoft zur Verfügung stellt, das ist das TFTP-XL, der TFTP-Client. TFTP-Client braucht man für zwei Dinge. Punkt Nummer 1 für WDS, Windows Deployment Services oder eben Remote Installation Services. Grund Nummer 2, um angegriffen zu werden. Das TFTP-XL befindet sich im Verzeichnis Windows, System 32, hier ist es zu finden. Schön. Wenn ich keinen WDS und keinen RES ausführe auf diesem System, was mache ich? Sagt er mal, del tftp.exe. Weg ist es. Jetzt bin ich sicher, oder? Super. Da ist es wieder. Das Feature nennt sich Windows-Dateischutz. TFTP-exe ist eine wichtige Systemdatei und wird sofort wiederhergestellt, wenn sie gelöscht wurde. Top, oder? Gut. TFTP eignet sich sehr gut, nicht für den Upload von Informationen, sondern wir sagen jetzt einfach unserem lieben Opfer, hol dir doch die Informationen bei mir ab. Downloade die Informationen bei mir. Damit das funktioniert, benötige ich natürlich erstmal einen TFTP-Server auf meiner Angreifermaschine. Haben wir natürlich hier, gibt es Freeware. Übrigens, bis zum Beast verwenden wir in der ganzen Session lediglich Systemtools, keine Hacker-Tools. Alles Systemtools. Man muss nicht tief wühlen, um sie zu finden. TFTP-Server. Kleines Programm, kleines Fenster. Ich habe hier einen TFTP-Root angegeben, ein Verzeichnis auf meinem virtuellen Computer, auf meiner Angreifermaschine. Mach das mal ein bisschen kleiner hier, dass man ein bisschen mehr sieht. So. Das ist wunderbar, wenn man den Mauszeiger hier sieht. So. Was machen wir jetzt? Wir führen die XBCMD-Shell erneut aus. Und was ich jetzt mache ist, ich sage ihm, dass er doch bitte das Tool TFTP starten soll, connecten soll auf 1.100, das ist meine Angreifermaschine, und sich dort abholen soll die nc.exe und die nc.exe kopieren soll auf ctemp2nc.exe. That's it. Was ist nc.exe? Nc steht für Netcat. Netcat ist eine Art Telnet, einfach kind of cooler. So. Beachte bitte auch hier, wie er sich abholt. Sending. Spätestens dann weiß man, es funktioniert, he? Wenn wir auf das Gegenüber nicht sehen. Dann gehen wir hier auf Temp 2, den Luxus haben wir, NCXE. Wir haben unser erstes Hacker-Tool erfolgreich downloaden lassen. Nicht mal die Hände schmutzig gemacht mit Uploaden. NCXE ist Client und Server im Gleichen. Das heißt, ich werde jetzt erstmal den Server starten auf meiner Maschine. Das war Pausenmelodie. Gut, ups, ich muss mich aufs richtige Zeichen vielleicht noch vorher.
und schalte mein NC.exe in Listening Mode auf Port 1245. Einmal mal, er hört jetzt auf Anfragen vom Gegenüber auf dem Port 1245. Schön. Nachdem wir das gemacht haben, müssen wir natürlich der anderen Maschine, unserem Ziel, unserem Opfer, mitteilen, dass er sich bitte auf uns connecten soll. Müssen wir da ein bisschen Window-Management betreiben? Ja. So, irgendwie so soll das gehen. So. Was mache ich hier? Ich sage jetzt dem System, bitte führe aus xpcm-shell zeltemp 2 ncexe im abgesicherten Modus, Verbose Mode, execute cmdexe auf dem Zielsystem, das ist die Eingabeaufforderung, und schicke den Inhalt, den Output von cmdexe an 1100 auf dem Port 12345. Was passiert dadurch? Schauen wir mal, was da oben passiert. Anfrage senden. Geht die meine Weile? Ich drücke nochmal zur Sicherheit. Oh, shit, wir sind rausgeflogen. Hä? Nicht geklappt, tut mir leid. Oder fällt mir was hin, ja? Ach, wir sind auf dem Webserver. Was haben wir gemacht? Ich habe das Command Prompt des Webservers verbunden jetzt mit dem Command Prompt meiner Angreifermaschine. Was ich jetzt eingebe hier im Command Prompt, basiert auf dem Webserver. Was ich als Output sehe, kommt vom Webserver. I got your machine. CLI Hacking, Command Line Interface. Im Prinzip bin ich jetzt schon drauf. Alles ist in Ordnung. Was möchte ich noch mehr? Ich möchte noch mehr. Jetzt holen wir uns erstmal die restlichen Tools ab. Und die restlichen Tools können wir uns jetzt ganz schön abholen direkt über das Command Prompt. Da müssen wir nicht mehr da über die schöne Anmeldemaske gehen. Nun gehen wir erstmal an den richtigen Ort. Wir haben ja hier das Temp2-Verzeichnis erstellt. Und holen uns dann ab über tftpfm1100 divers.zip. Die gibt es so nicht zu kaufen. Ich habe schon ein bisschen gepackt. Man sieht jetzt vielleicht auch noch im TFTP Sending Various Zip. Es sind ein paar Bytes zusammen hier. Zip-Datei schreibt natürlich auch immer noch pk-unzip-exe. Müssen wir uns auch noch abholen. Ich sehe das schon mal hier in der Zwischenablage. So, jetzt haben wir es dann gleich. So, erfolgreich. Holen wir uns das PK-Anzip noch. Und entpacken das Ganze. PK-Anzip. Maris.zip. Das NCXI brauchen wir nicht mehr zu entpacken, das ist okay. So, und da sind unsere ganzen schönen Hacker-Tools vorhanden auf der Angreifermaschine, also besser gesagt, auf der Zielmaschine. Unserem Opfer. Victim. Schön. Was stellen wir nun mit diesen schönen Tools alles an? Lasst mich mal sehen. Who am I? Who am I? Ein Befehl, um mal zu schauen, wer bin ich überhaupt, also was bin ich angemeldet. Das ist ein Standard-Windows-Befehl, ist nichts von den Various-Zips. Ich bin momentan angemeldet als Underline SQL. Sprich, als derjenige Account, der im SQL-Server als Dienstname eingegeben wurde, als Dienstaccount eingetragen wurde. Unter dem Account, unter welchem der SQL-Server betrieben wird. Meistens ein Administrator-Account. Oder ein Account mit assessorischen Rechten. Zumindest unter SQL 2000. Ja, 2005 ist es vorbei, das stimmt. Ja. Gut, jetzt schauen wir mal, NetLocalGroup Administratoren, wie es denn aussieht, was denn so Mitglied ist von der Administratorengruppe lokal. Wir sehen mal hier, Domain Admins ist Mitglied, der Administrator ist Mitglied, Underline SQL nicht direkt. Also lokal auf diesem System bin ich nicht in der Gruppe der Administratoren als Underline SQL. Ich weiß aber noch nicht aufgrund dessen, ob ich vielleicht dennoch ein Domain Admin bin.
Könnte ja sein. Gut. Was auch noch Standard-Windows-Befehle? Jetzt gibt es ein Dump-Token-Info. Dump-Token-Info, wenn ich mich anmelde an ein Windows-System, dann erhalte ich ja vom Domain-Controller einen Access-Token. Im Access-Token steht drin, wer ich bin, welchen Windows-Gruppen ich Mitglied bin und was meine Systemrechte sind. Den Befehl mal so ausführen. Ups. Dump-Token-Info nicht drauf. Dump-Token. Ja, viel besser. Immer noch ein bisschen nach oben. So. Dump-Token-Info. Ja, wir sind der Underline SQL-User. Wir sind Domänenbenutzer. Jeder, ist klar, Benutzer, Administratoren, interessant. Diese Person, well known, bla bla bla. Sagen wir es immer noch so. Domänen-Admins, ach sehr schön, top. Weil ein SQL Server 2000 läuft so viel schneller und besser, wenn ein Domänen-Administrator hinter dem Service-Account steht. Es läuft dann reibungslos. Schnell konfiguriert. Gut. Sind wir mal ein bisschen schlauer geworden. Wunderbar. Lasst uns mal ein bisschen schauen mit dem Befehl nmap. Nmap ist eigentlich ein Portscanner und ein IP-Scanner, zu schauen, was es da noch so im Netzwerk gibt, was da noch alles so rumschwirrt. Verbose Mode, also Netz 2.0/24, das kann ich herausfinden mit einem IP-Config, wenn ich im Netz bin. Das ginge dann ein bisschen schwierig, weil wir Version 6 im Subnetz zu scannen. Es gibt ein paar Trilliarden Hosts pro Subnetz. So, da sehen wir schon die erste Maschine. iTrain FW01 läuft auf 2.1. Wir sehen die Ports, die offen sind. Aufgrund der Ports können wir schon sehr schnell interpretieren, was das für eine Maschine sein könnte, was für Services da drauf vielleicht laufen. Und wie gesagt, ich bin jetzt intern im Prinzip, nicht extern. Darum sehe ich die ganzen Ports offen. Gut, dann haben wir den iTrain Web 01, das ist die 2.10. Nice to have, da sind wir schon drauf. Und irgendwann sollte er auch noch den Domänencontroller erkennen, und der wird dann wirklich spannend. Hier ist er, der iTrain WC01. Man sieht auch sehr schön, dass es wirklich ein Domänencontroller ist, indem man einfach die Ports anschaut, die da offen sind. Das ist ein Fingerprint eines Domänencontrollers von 2003. Schön. Deshalb ist es vielleicht nicht immer ganz so intelligent, einen Computer so zu benennen, was er auch wirklich tut. Einem Domänencontroller zum Beispiel DC zu sagen, muss nicht immer das Beste sein. Wobei man es auch sonst herausfinden kann. Gut, nachdem ich jetzt all diese Angaben habe und die ganzen IP-Adressen kenne und die offenen Ports kenne, hole ich mir noch ein bisschen User-Informationen, einfach was Schönes. User-Info vom 220er, das ist der Domain-Controller für den Underline SQL. Ich weiß ja schon, dass ich Administrator bin. Aber das ist jetzt noch sehr schön, natürlich nur als Administrator ausführbar, dass zum Beispiel Number of Logons, 3 Logins wurde gemacht mit dem Account. Ich sehe da die Anmeldezeiten und die Wochen, ich sehe das Passwort, Alter, Last Logon, Last Logoff etc. Also ich bekomme um einiges Informationen mehr als im Active Directory in den Benutzereinstellungen. Spannendes System, tun. Gut. Jetzt wird's wild. Wunderschöner Befehl. Auf einem 2003er Server ist der IP-Version 6 verfügbar. Wenn IP-Version 6 noch nicht installiert ist, kann ich das ohne weiteres einfach hinzufügen über NetShell. Da ist es jetzt schon drauf. Und es gibt ein Tool, das nennt sich PSExec, SysInternals. Mit PSExec habe ich die Möglichkeit, per Remote auf einem anderen Gerät von der Kommandozeile aus einen Befehl auszuführen. Was ich ausführe, ist auf dem Rechner 2.1, das ist unsere Firewall, unser Router von der Firma. NetShell geht in die Interface-Konfiguration und verwendet die Funktion PortProxy. PortProxy heißt, ich kann sagen, wenn was reinkommt auf dieser IP, auf diesen Port, dann leitet das bitte weiter an eine andere IP, an einen anderen Port. Wir haben den Port 443 noch offen.
Der wird nicht benutzt, und sonst könnte man es auch überschreiben. Wir sagen jetzt hier, add Version 4 to Version 4, IP Version 4, noch nicht 6. Listening Port 443. Connect to Address I20.10.01 auf den Domain-Controller. Und zwar auf dem Port 3389. Also wenn etwas reinkommt auf der Adresse 2.1 auf der Firewall, auf dem Port 443, dann bitte leite diesen Traffic weiter auf den Domain-Controller auf dem Port 3389. Was ist 3389? RDP, Remote Desktop. Weil CLI-Hacking ist uncool. So. Exited with error code 0. Error code 0 heißt done. Okay. Demnach verlassen wir die gute CLI. Ich mache sie noch einmal auf, um einen Befehl auszuführen. Und dann nennt sich MSTSC für Microsoft Terminal Service Client / V 1200 Port 443. Ist ein großes Tool. Sehr wenig, was da kommt. Ah, wenn nicht was kommt, okay. Unser Domain-Controller. Naja, aber Passwort hatten wir ja nicht, hä? Traurig. Finden wir das Passwort kurz? Machen wir das mal interimsmäßig noch mal ein bisschen kleiner. Wir geben uns nicht zufrieden mit so einer Kleinigkeit. LSA Dump 2 ist ein Systemtool, kein Hacking-Tool. Geht auf die andere Serie. Führe das mal hier aus. LSA Dump 2 zeigt mir die Local Secrets. Local Secrets sind Passwörter von Diensten, die zwischengespeichert werden, damit zum Beispiel, wenn ich nicht Domänen konnektiert bin, nicht nur Domäne konnektiert bin, dennoch mich offline anmelden kann am System. Ich habe ja 10-mal die Möglichkeit, mit einem XP zum Beispiel unterwegs mich an der Domäne anzumelden, ohne einen Domänenkontroller zu haben, wo mich authentifiziert. Und die Passwörter müssen ja irgendwo abgelegt werden. Das kann ich nur auslesen, wenn ich lokaler Admin bin. Da bin ich halt leider. Entsprechend scrollen wir ein bisschen nach unten und sehen hier zum Beispiel schöne Dinge wie Hallwelt mit einem 0 hier und groß H und Password mit groß P und 0. Ja, eins von beiden wird es wohl sein. Ne? Okay. Password. Ah, bin drin. I got your domain controller. Und jetzt geht's los mit dem GUI-Hacking. Wie gesagt, Firewall durchbrochen, nur Port 80443 offen. Über SQL Injection mal die Hintertür. Erster Fehler, der Programmierer hat seine Fehler gemacht. Er hat den Übergabewert nicht verifiziert. Er hat nicht gecheckt, ob irgendein Hochkomma übergeben wird, was eigentlich nicht zulässig wäre. Ein Beispiel für eine gut programmierte Website. Jetzt sind alle am Happy bei mir. Irgendwie hat er einen Zimmer. Übrigens die gute Website zwischen was zu besuchen. Ja, ist ja gut. Flash Last installieren, das ist okay. Lass mal zu. Kurs in der Schweiz. Da ich einen Kurs anklicke auf Details, dann bekomme ich hier oben einen Übergabewert ID gleich 4031. Kurs-ID für den WDS-Workshop. Wenn ich das ersetze durch 7030 zum Beispiel, komme ich auf den MCSA-Lehrgang etc. Wenn ich hier oben jetzt anschaue 7030, da versuche noch was anzuhängen, wie Hochkomma, OR 1 gleich 1. Enter drücke. Intrusion Detection. Bekomme eine E-Mail und weiß ganz genau, welche IP-Adresse was versucht hat. Code. Verifizierung. Übergabewert-Verifizierung. Wie lang darf die Eingabe sein? Welche Zeichen sind erlaubt zur Eingabe in dieser Maske? Etc. Also erster ganz großer Buhmann, ganz klarer Programmierer. Große Fehler gemacht.
Fehler Nummer 2. SQL-Server, Administrator. Ich meine, ganz klar, so ein Administrator, klar, es läuft. Funktion ist da, aber Sicherheit ist nicht da. Sehr schlecht. Aber mal abgesehen von dem, wieso muss ein SQL-Server mit mir im Internet kommunizieren können? Der SQL-Server soll kommunizieren können mit dem Web-Server intern, weil der Web-Server leitet die Anfrage weiter an den SQL-Server und der gibt Antwort zurück. Der SQL-Server müsste nie mit dem Internet kommunizieren können, sondern nur mit dem Web-Server. Riesenfehler. IPsec-Richtlinie, verschlüsselter Traffic zwischen Web-Server und SQL-Server nur intern, fertig. Da hätte ich nie sagen können, komm zu mir, es wäre nicht möglich gewesen, zu mir zu kommen. Hätte bei mir nichts abholen können. Alles andere, was nachher gefolgt ist, war der übliche Lauf, da kann man nichts mehr machen. Das waren die zwei großen Fehler. Gut. Schließen wir das mal. Fast. Ich mache mal ein paar Dinge zu. Möchte euch den Computer überlassen hier. Und machen wir mal unseren Hack-Loser auf. Hack-Loser, das passt gut. Wenn man es auch richtig trifft. Ja. So ein Standard-Hintergrundbild von den Teletubbies. Hack-Loser. Netzwerkeinstellung noch prüfen. Netzwerkadapter. Diese hier. So, dass die beiden im gleichen Netz sind, oder zumindest erreichbar sind gegenseitig. Räumen wir hier mal ein bisschen auf. Wir verwenden mal ein anderes wunderschönes Tool. Bevor wir es aber machen, erstmal ganz kurz den Ping-Check. Ups, picken. 101 müsste das sein, gibt Antwort, super, die beiden sind erreichbar. Gut. Beast. Beast. Nettes kleines Trojaner-Bastelkit. Hat einen eigenen Server-Baukasten dabei. Also ist nicht nur ein Client-Tool, sondern auch ein Server-Tool. Client-Server in einem. Hier kann ich mir meinen Trojaner basteln. Ich sage ja mal, okay, ich möchte gerne die Ports so übernehmen. Ich könnte es injizieren in Internet Explorer oder in eine andere Exe-Datei. Ich kann mich benachrichtigen lassen auf meine IP, sobald das Opfer online ist und das Tool ausgeführt hat, das ich ihm eingeschleust habe. Und das zwar auch per E-Mail, per ICQ, per CGI-Script, mit Parameterübergabe etc. Im Hintergrund natürlich. Ich kann sagen, okay, klinge dich da überall ein. Antivirus, ja, gleich deaktivieren und Windows XP Firewall ausschalten. Sehr schön ist auch so die Sachen Melt-Server uninstall. Sobald man Doppelklick drauf, wird es ausgeführt und wieder gelöscht, das File. Respektiv der Trojaner wird gelöscht aus dem File. Okay. Safe Server. Server Exe. Gut. Server Exe, ich denke, wenn ich das jetzt einem Loser schicken würde, dann wäre vielleicht auch der da ein bisschen im Zweifel, ob er es wirklich ausführen soll oder nicht. Also. Sol.exe wurde verweigert zur Ausführung der Firma. Kein Solitär. Schade, traurig. Können wir nicht zulassen. Drum gebe ich dem jetzt ein Solitär 2.exe. Wir haben hier ein schönes Tool drin, der Finder. Sag ich mal, AdFile. Server.exe. AdFile. Arbeitsplatz. C. Windows. System 32. Die Software-Restriktionen gehen auf den Hash-Value in der Regel, wenn es richtig konfiguriert ist. Das heißt, wenn das Sol.exe den gleichen Hash vorweist, wird es nicht ausgeführt. Wenn ich den Hash-Value vom Sol.exe aber ein bisschen verändere und das Sol2.exe speichere, dann wird es ausgeführt. Und indem ich den Trojaner anhänge, wird der Hash-Value geändert. Also, nehme ich dann das Sol.exe und verbinde diese beiden zusammen. Aber vorher mache ich das Icon noch ein bisschen schöner. Und zwar nehme ich auch das Icon von Solitär.exe und hier Bind Files. Speichern auf dem Desktop,
Nennen das Ganze sol2.exe, speichern und dann haben wir es. Solitär2.exe. Wunderschön, ein Spiel, das wieder funktioniert bei mir. Schließen wir das mal. Jetzt müssen wir das irgendwie übermitteln. Das geht natürlich per CD bei der Messe. Ich habe euch alle auch eine CD in einen Bag gefüllt. Für die extra schöne Hause. Machen wir auf die manuelle Art und Weise. Der sagt, ach, ich habe einen Solitär 2 erhalten, cool, führt's aus. Und es funktioniert sogar, es kommt gleich, ich kann Karten spielen, juhu. Super. Das Programm ist also lauffähig. Meine Zielmaschine ist 192.168.1.101. Go Beast. Connecting, connected. So. Spiel mal ein bisschen mit ihm. Lass ein bisschen aufräumen hier. So. Gut. Files. Was hatten wir für Files drauf? Find Drives. Ach, Laufwerk C. So sieht das aus hier. Laufwerk D. Delete, Upload, Make Directory, Delete Directory, etc. Registry, genau dasselbe, Screen. Was ist denn auf dem Bildschirm so los bei denen? Start. Oh shit, Plugin available, please install it. Okay, installieren wir es halt. Upload. Nothing to upload, erstmal anklicken. So, upload. Close. Start. Webcam ansprechen von ihm. Seine Webcam ansprechen. Aber sehr spannend. Applications, Prozesse, Services, Clipboard. Ich kann auf eine Zwischenablage zugreifen und Dinge rauskopieren. Windows, hide all. Kann ich ihm alles ausblenden, komplett. Crash, power off, reboot, shutdown, log off. Mach ich jetzt nicht. Labor stuff. Hi, Likens. Das macht Spaß, das ist schon mal ein Zeitalter. Hi, Tray. Weg ist es. Schon Tray. Na, wie man sehr gut da. Start, Knopf. Hi, Start. Show Start. Crazy Mouse ist auch sehr schön, dass die Maus dann herumflitzen. Nicht mehr Richtung seine Kontrolle. Fun Stuff! Hide Mouse, Lock CDs, er kann kein CD-ROM öffnen. Nur noch die Büroklammer. Go to URL, Website auf dem Wallpaper ändern. I got you. Chat. Auch ganz toll. Beastmaster. Ups, open the chat first. Okay, open. Spätestens in dem Moment muss man ein bisschen Angst haben. Server. Update. Wenn es ein Update gibt von Beast, kann man das gleiche wie beim Vesus einfach uploaden. Inklusive Vesus. Messages habe ich auch sehr gerne. Da kann ich schön meine Messages anstellen. Ja, bitte eine Fehlermeldung. Mit der Möglichkeit, der Word-Retail ignore. Error ist Message-Titel. Du bist doof. Send. Was sollen wir jetzt klicken? Ich möchte die tanzenden Schweinchen sehen. Ja. So. Und was sonst ein bisschen Beast-Stuff, aber hier auch noch Keylogger integriert. Passwort, ich ändere mal kurz mein Passwort, er kennt es ja vielleicht mittlerweile. Kein Problem, wenn das ändert, weiß ich es auch wieder. Keylogger ist installiert. Also richtig schön. Ein richtiges Beast hier. Und mit diesem Beast möchte ich diese Session langsam beschließen. Meine letzte Session hier bei der Geekmania dieses Jahr. Ich hoffe, nächstes Jahr wieder. Ihr habt es mir gezeigt, Feedback war gut. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Ich möchte mich bedanken, dass ihr der Geekmania eine Chance gegeben habt.
dass ihr gekommen seid, so zahlreich. Es ist ziemlich viel Herzblut drin und es ist schön, dass das Herzblut auch honoriert wird. Danke vielmals für euer Kommen und noch viel Spaß hier. Danke.